eine oder andere denkt sich bestimmt gerade im Moment, wieso ist hier ein aufgebraucht Video und kein Asos Haul? Bei mir ist das so, entweder sind meine Asos Bestellungen wow, ich möchte alles behalten, oder leider so wie diesmal so, vieles war dabei, was mir nicht gepasst hat, was mir gar nicht so gut gefallen hat. Es sind zwei, drei Herzstücke dabei, die ich super, super schön finde. Deswegen nehme ich das doch in meinen Weekly Bits and Pieces am Mittwoch. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber irgendwie habe ich mich nicht, ja, es war nicht genug und die Sachen waren alle so, und dann wollte ich kein ganzes Video machen. Das hatte ich dann erst bei der Anprobe festgestellt und da hatte ich das andere Video schon hochgeladen. Wie dem auch sei, ein aufgebraucht Video war auch unglaublich hoch angefragt bei euch. Deswegen gibt es das heute. Ich habe komplett leer gemacht den NYX HD Photogenic Concealer in der hellsten Nuance 01 Porcelain. Und wie soll ich sagen, ich mochte ihn unglaublich gerne. Ich würde nur sagen, die Nummer 1 ist wirklich sogar zu hell für mich. Also ich würde mir jetzt einfach eine dunklere Nuance kaufen, aber wenn man wirklich unterm Auge highlighten möchte, was ich halt gemacht habe, dann ist der super toll. Der ist mir nie in die feinen Linien. Er ist mir nie in die feinen Linien gekrochen. Er ist relativ cremig, aber nicht zu trocken, dass er also auch unter meiner trockenen Haut gut sitzt. Ich bin niemand, der so Pickelchen oder so im Gesicht abdeckt. Das mache ich dann höchstens mit einer Foundation. Aber unterm Auge hat er klasse funktioniert. Und wenn ich ihn jetzt nochmal nachkaufen würde, ich habe ja immer so viele andere, dann würde ich einfach eine, ich glaube, dann die 02 kaufen. Meine große Sucht sind ja die Make-up-Setting-Sprays, allgemein nochmal dem Teint einen frischen Look zu verleihen. Ich habe da auch ein ganzes Video zu Drogerie High-End. Hier oben könnt ihr gerne raufklicken, wenn ihr es nicht gesehen habt. Und eines meiner großen Lieblinge ist das von Urban Decay, das Chill Make-up-Setting-Spray. Wie gesagt, schaut euch das Video an, was ich davon halte. Es ist leer, da ist nichts mehr drin. Tolles Produkt, ganz, ganz toll. Definitiv ein Nachkaufprodukt. Eine Hautpflege-Produktentdeckung und Empfehlung meinerseits. Von mir an euch, Hildegard Brauchmann, Karotinaufbauöl, hatte ich auch schon meinen Jahresfavoriten. Das hat wirklich meiner ausgetrockneten Sahara-Haut wieder so ein bisschen mehr Leben gegeben. Das Gesicht ist danach relativ gelb, man muss es halt schön einarbeiten. Ich benutze es morgens, abends, ich mische das in meine Creme, man kann da wirklich sehr viel machen. Es kostet nicht viel Geld, ich glaube auch 6, 7 Euro und ich liebe es. Ich liebe den Geduft, den Geruch. Es riecht einfach her nach Karotte, nach Orange. Mega frisch, ganz, ganz tolles Produkt. Und ich habe, glaube ich, noch nie jemanden darüber sprechen hören. Aber es sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Hildegard Brauchmann. Traumhaft. Wisst ihr, wie sehr mein Herz für Origins schlägt? Und das ist definitiv immer noch der Fall. Ich glaube einfach, dass die Hautpflegeprodukte nicht mehr so für mich geklappt haben, weil meine Haut einfach so, so sensibel geworden ist. Und ich hatte wirklich das Gefühl, egal was ich drauf mache, außer ein Öl, das war immer in Ordnung, meine Haut ist ausgeflippt. Es hat wehgetan, meine trockenen Stellen wurden immer schlimmer. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass ich die nicht mehr mag. Nur sie haben so aus dieser kosmetischen Hautpflege irgendwie nicht mehr so ganz geklappt für mich. Das ist die Origins Ginseng, der Energy Boosting Moisturizer. Und ihr wisst, darauf schwöre ich seit Jahren. Ich will gar nicht sagen, dass es nie wieder was wird. Ich glaube, meine Haut brauchte einfach mal ein bisschen Erholung. Ich bin noch am herausfinden, was genau los war. Im Grunde ein super Produkt, keine trockene Haut verwenden, keine Mischhaut verwenden, war einfach nur ein bisschen zu viel für meine Haut. Es tat einfach immer weh und dann verwende ich das nicht. Habe es dann natürlich aber leer gemacht in Zeiten, als es meiner Haut besser ging. Und das gleiche gilt für das Serum aus der Perfect World Reihe. Ich kann euch im Grunde die beiden Reihen wirklich, wirklich empfehlen, weil sie jahrelang für mich geklappt haben. Aber gut, ab und zu braucht man vielleicht auch einen kleinen Wechsel. Worüber ich auch schon oft gesprochen habe und wo ich wirklich meine Meinung geändert habe, ist aus der Rival de Loop Reihe das Age Performance Intensivserum. Das ist jetzt wirklich, glaube ich, schon meine dritte Flasche. Ich mag weiterhin dieses Klebrige nicht, deswegen mag ich auch grundsätzlich keine Produkte mit Hyaluronsäure, weil das immer diesen Klebfaktor hat. Aber ich sehe darüber hinweg, ich lasse das Produkt nicht wirklich einziehen, sondern es ist noch so ein bisschen nass und dann gebe ich zum Beispiel mein Hildegard Brauchmann Öl drüber. Und das ist super. Meine Haut strahlt für ihre Verhältnisse, habe ich eher so ein Fahnteil. Und ich glaube, das ist auch 5, 6 Euro. Super Serum. Reden wir doch mal über Micellenwasser. Gefühlt jede Firma und dessen Schwester bringt gerade eins raus. Und ich habe ja schon seit Jahren gesagt, Bioderma, Bioderma, Bioderma. Und es ist tatsächlich immer noch so. Also, ein Bioderma leer gemacht. Aber ich dachte mir, genau, das habe ich irgendwann mal erzählt. Irgendwann war es leer
und es war leer. Und ich dachte mir, oh mein Gott, was soll ich tun? Dann bin ich halt zum DM und habe was Alternatives gekauft. Ja, ich muss sagen, das war einfach nichts. Ich hatte das noch in klein, das von Garnier, Medium. Also es war jetzt nicht großartig, es war für mich aber auch nicht schrecklich. Es hat mir nicht Augenweh getan und es hat nicht geschäumt. Ich finde Produkte, die schäumen auf der Haut, dann habe ich das Gefühl, meine Haut wird nicht sauber. Also es war trotzdem nicht Bioderma, es war einfach nicht mein Favorit. Und dann habe ich es gekauft und da war ich super enttäuscht von, wobei ich auf der anderen Seite extrem beeindruckt von mir bin, dass ich es trotzdem leer gemacht habe. Das Balea mit Zellenreinigungswasser, das hatte ich halt in der Not gekauft, als Bioderma leer ging. Und es ist einfach nicht gründlich. Also ich nehme mein Augen-Make-up ab und dann mache ich quasi nochmal eine Reinigung. Und dann habe ich trotzdem noch überall Wimperntusche. Also muss ich nochmal drüber gehen. Es ist nicht gründlich genug und es schäumt halt extrem auf der Haut. Und ich habe das Gefühl, meine Haut ist dreckig und ich verteile nur alles. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen. Es ist trotzdem leer. Also yay, ich klopfe mal kurz auf meine Schulter. Ich habe nicht aufgegeben, ich würde es mir aber niemals nachkaufen. Und ich höre jetzt auch auf, mit Zellenwasser zu testen. Das ist die Nummer 1. Wenn wir schon beim Thema Hautpflege sind, nachdem ich dann das Augen-Make-up runternehme, wasche ich halt mein Gesicht. Und da hatte ich den Perfect Clean Estee Lauder Splash Away Foaming Cleanser. Ah, nee. Also, nein, das ist keine Empfehlung. Der ist okay, es reinigt das Gesicht, ist alles in Ordnung. Aber man hat dieses extreme, wisst ihr, dieses, es war irgendwie nicht schön. Ich bin halt einfach ein Ölmensch. Man muss es auch irgendwann mal für sich selber feststellen. Ich liebe alle ölhaltigen Reinigungsprodukte. Ich liebe allgemein Öl. Das ist halt einfach für mich persönlich als trockener Hautpatient besser. Es war in Ordnung, aber auch nicht das Geld wert. Was mir aber gut gefallen hat, war von Lavera, das wurde mir mal zugesendet, das ist das Ginkgo und Jojoba Perlen klärendes Peeling. Das ist ähnlich zu dem von Rival de Loup, aber sanfter auf der Haut. Also wenn ihr sehr, sehr sensible Haut habt und sagt, das von Rival de Loup ist euch zu Schmirgelpapier, weil ist durchaus schon ein bisschen hart, dann ist das definitiv besser. Sage und schreibe, 2 Handcremes habe ich leer gemacht und ich habe wirklich eine absurde Anzahl von Handcremes. Ich weiß nicht, die sind einfach immer hier, da. Ich habe auch, kann man es sagen? Ja, bestimmt. Ich habe so in jedem Raum in meiner Wohnung eine Handcreme und mein Freund versteht das einfach nicht. Und er stellt die immer alle ins Büro. Und dann habe ich da so 6 Handcremes. Und ich denke dann immer so, okay, er ist halt ein Mann, er versteht es nicht. Und dann laufe ich durch die Wohnung und verteile wieder meine Handcremes überall. Auf jeden Fall habe ich 2 leer gemacht. Einmal die von NYX, die Rêve de Miel, die kennen bestimmt ganz, ganz viele von euch. Ich mag einfach den... Der Duft ist so toll und ich finde die Pflege auch ganz, ganz klasse und es zieht schnell ein. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich nachher so ein klebriges Gefühl habe und sie ist halt schön klein und handlich, also auch toll für die Handtasche. Und dann eine meiner absoluten Lieblingshandcremes, ich würde sagen so Top 3 von Aveda, das war meine Breast Cancer Edition, aber die gibt es auch immer. Das ist die Hand Relief. Das ist, oh, wow, 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 Moment, vielleicht ist noch was drin. Ah, schau mal, Moment, vielleicht ist doch gar nicht... noch gar nicht komplett leer. Oh, das erinnert mich an so eine ganz bestimmte Zeit in meinem Leben. Hat nichts mit Beziehung oder irgendwas zu tun, sondern eher beruflich. Es riecht einfach richtig traumhaft. Es kann man nicht beschreiben. Ihr müsst dran riechen. Und die ist wirklich so sehr reichhaltig. Ich würde nicht sagen, dass das eine ist, die man mal so eben schnell und dann so weiterleben kann, sondern eher so vielleicht abends oder am Computer. So in der Richtung habe ich die immer. Ganz toll, ich liebe sie, schon ganz oft nachgekauft, große Empfehlung. Die Haare, nun sind sie dran. Seitdem ich meinen Blond nicht mehr habe, ist es definitiv einfacher für mich geworden, sie zu pflegen. Viele fragen, ob ich noch meine ganzen Silberprodukte verwende. Aktuell nicht, aber ich habe sie alle noch, weil vielleicht habe ich irgendwann wieder die Idee und sage mir, hey, ich möchte wieder blond werden. Aber ich glaube nicht, man weiß nie. Auf jeden Fall habe ich das hier immer verwendet, gar nicht, also wirklich unabhängig vom Blond, einfach weil ich am Ansatz oftmals Schuppen habe. Und da habe ich einmal leer gemacht, das Schwarzkopf Hair Therapy Hair Sculpt. Das ist ein Anti-Schuppen-Fluid, hilft gegen Schuppen und beugt einem Neuauftreten bei jedem Haartypen vor. Und das verwende ich eigentlich schon, das habe ich auch schon öfter mal erwähnt, seitdem ich 11 Jahre bin oder so, hat meine Mama mir das in meinem Friseur gekauft. Und es hat für mich immer geholfen. Also ich nehme es auch wirklich nur, wenn ich wieder Schuppen habe. Aktuell hoffe ich nicht. Aber es ist wirklich das einzige Produkt. Man trägt es halt am Ansatz auf und 2-mal anwenden, sind die Schuppen weg. Das ist ein Traum. Also es ist wirklich das beste Produkt, was ich jemals so in Richtung Schuppen verwendet habe, werde ich immer nachkaufen.
Da ist, wie gesagt, einfacher mit der Haarpflege. Das kann ich jetzt auch mal andere Produkte verwenden, außer meine ganze Silberkollektion. Und da hatte ich mal auf einem Event von L'Oreal bekommen, die seidige Nährpflege und das passende Shampoo ohne Sulfate. Aber ich habe davon auch die grüne Reihe mit Rosmarin und Orangenkernöl, wenn ich mich nicht irre. Und die mag ich um einiges lieber. Die habe ich aber meinen Eltern. Also ich fand sie jetzt nicht schlecht, aber sie hatten nicht so die mega Wirkung, dass ich sage, wow, meine Haare sind so schöner denn je, wisst ihr, wie ich meine. Deswegen die grüne Reihe, die finde ich toll. Die finde ich so, so super. Jetzt, wenn ich zu Hause bin, denke ich mir, wow, meine Haare liegen perfekt. Das war so nett. Was auch heute Morgen leer gegangen ist, ich habe aus allen noch so die Reste rausgedrückt, ist aus der Kérastase Resistance Reihe diese Spülung-Shampoo-Produkte. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Man trägt quasi erst die Spülung auf und dann das Shampoo. Und ich habe die Produkte super gerne verwendet, als ich halt noch meinen Blond drinne hatte, weil sie einfach sehr strukturgeschädigt waren und es hilft quasi hier wieder dem Aufbau. Und das hat mir auch wirklich geholfen. Ich hatte das Gefühl, immer wenn ich das verwendet habe, gerade auch mit der Spülung und dem Serum, was es dazu gibt, ist ja so eine ganze Reihe. Meine Haare hatten sich definitiv erholt und dann noch meine Redken Extreme Reihe. Das war wirklich schon eine super Kombi. Aber jetzt habe ich einfach nicht mehr so das Gefühl, dass ich das unbedingt brauche. Wenn ihr aber sagt, ihr habt sehr strukturgeschädigtes Haar und ihr braucht einfach ein Produkt, was dem Aufbau der Faser hilft, ist es definitiv eine tolle Reihe. Wer meine Aufgebraucht-Videos treu verfolgt, weiß, es kommt dann irgendwann der Punkt, wo wir die Duschgele im Schnelldurchlauf besprechen. Und im letzten Video meinten auch ganz viele, ja Mina, dein Fahrduschgel war nicht im Video. Ja, weil ich euch einfach nicht langweilen wollte. Weil ich einfach nicht zum 5.000.000. Mal sagen wollte, dass es mein Lieblingsduschgel ist. Aber natürlich, der Vollständigkeit halber, Fahr, Cream and Oil, Kakao, Butter und Kokosöl. DAF reichhaltige Pflege XXL steht immer bei uns in der Dusche, verwendet mein Freund, verwende ich. Sehr, sehr reichhaltig, sehr schön. Zwei Flops, die ich nicht nachkaufen würde. Isana Duschgel Gedankenreise mit Mandelöl. Wollte ich einfach vergleichen zu meinem Rituals Schaum, aber nein. Ihr wisst ja, ich bade nicht, deswegen muss mein Duscherlebnis ultimativ sein. Ja, das hat natürlich sauber gemacht, aber es war kein schönes Duschen, deswegen nein. Auch hier hatte ich mir mehr von dem Balea Softöl Dusche für sehr trockene Haut. Ich dachte mir, okay, das muss einfach schön ölig sein, es muss pflegen und es muss so auf der Haut entlang gleiten. Nein, es war auch eher so medium. Es hat gut gerochen, das, oder? Moment. Doch, der Duft hat mir gefallen, aber es war einfach auch keine schöne Pflege. Und jetzt wirklich eines meiner absoluten Lieblinge. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe dich. Soap & Glory Clean On Me. Ein Creamy Clarifying Shower Gel. Oh mein Gott, das ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Es riecht einfach nussig, es riecht warm, es riecht einfach so wohltuend. Und es ist auch einfach, wie gesagt, creamy, also super schön pflegend. Und ich liebe diese große Verpackung und ich liebe, dass ich es rausdrücken kann. Ich liebe alles daran. Oh, und dann habe ich dieses Produkt für ein Duschgel gehalten, obwohl es ein Deo ist. Von Rituals, ihr kennt es, meine liebste Reihe ist die grüne Reihe. Und das ist das, ja, das ganz normale Antitranspirant zum Sprühen. Ich muss sagen, es ist nett gewesen, aber es hat definitiv nicht so gut gehalten wie der Stick. Der Stick ist um einiges besser, der hält jede CrossFit-Session, der hält alles. Alles, was ich in meinem Leben mache, da hält der. Das hat ab und zu versagt, deswegen würde ich das nicht nachkaufen und bleibe beim... Lasst mich mal auf jeden Fall wissen, ob ihr noch ein Non-Empty sehen möchtet. Habe ich ja letztes Jahr gemacht, am Anfang des Jahres, Produkte, die ich im Laufe des Jahres aufbrauchen möchte. Einige haben es angefragt, ich weiß aber nicht, ob ihr es wirklich sehen möchtet oder ob ich wirklich mir wieder selber die Challenge stellen soll. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst mir Feedback da. Und sehen wir uns ja auch Sonntag schon wieder, also... Ihr kriegt quasi Mina Overload diese Woche. Und dann, wie gesagt, der ASOS Haul nächste Woche Mittwoch. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und dann sehen wir uns Sonntag. Habt ein schönes Wochenende. Bye!